die schockierende Wahrheit über die Tragödie, die Dan Martins gesamte Karriere ausgelöscht hat. Dean Martin war ein unglaublich charismatischer und talentierter Mann. Er hatte viele Fähigkeiten und wurde berühmt für seine Arbeit als Sänger, Schauspieler, Komiker und Aufnahmekünstler. Dean versäumte es nie, seine Fans zu unterhalten, und sein endloses Selbstvertrauen und seine verführerische Persönlichkeit brachten ihm den Spitznamen King of Cool ein. Jeder wollte so cool sein wie Dean Martin, und er war die Art von Mann, für den die meisten Leute ihre Ersparnisse aufgegeben hätten, nur um mit ihm befreundet zu sein. Dean Martins charmanter Gesang machte ihn zu einem ziemlichen Hit unter den Damen, und seine ikonische Stimme war auf Augenhöhe mit Leuten wie Frank Sinatra. Dean war tatsächlich unglaublich gut mit Frank und Sammy Davis Jr. befreundet. Zusammen bildeten sie die Signature-Gruppe Attack, ein Team von Top-Entertainern, die in den 60er Jahren in Las Vegas besonders beliebt waren. Dean Martin begann seine Karriere, indem er mit seinem comedian Jerry Lewis einen Music-Comedy-Effekt aufführte. Sie hatten einen holprigen Start, aber nachdem sie regelmäßig in Nachtclubs aufgetreten waren, konnten sie ihre Nummer im Radio präsentieren. Dean hatte seine Karriere vielleicht damit begonnen, eng mit einem anderen Künstler zusammenzuarbeiten, aber nachdem die beiden einen Streit hatten, erwies er sich als kompetent und talentiert genug, um auch eine erfolgreiche Solokarriere zu haben. Er brachte unzählige erfolgreiche Platten auf den Markt und trat in zahlreichen Erfolgsfilmen auf. Während er seine Karriere als Komiker begann, konnte er sich als talentierter dramatischer Schauspieler beweisen. Dean Martin sang, spielte, und scherzte bis ins Herz Amerikas. Und über zwei Jahrzehnte nach seinem Tod bleibt er einer der beliebtesten Entertainer in der amerikanischen Geschichte. Wie viele Prominente war Dean Martin ein exzentrischer und oft schrulliger Mann? Interviewer und Künstlerkollegen waren immer überrascht, etwas Neues und Schockierendes über sein Leben zu erfahren. Sein Weg zum Ruhm war ein langer und kurvenreicher Weg, und er wurde von vielen Herausforderungen auf dem Weg versperrt. Natürlich setzte sich letztendlich Deans unbestreitbares Talent durch. Trotz einer ziemlich interessanten Kindheit und frühen Karriere war er trotz allem unglaublich erfolgreich, als er es schaffte, im Showbusiness Fuß zu fassen. Im heutigen Video schauen wir uns einige der verrückten Details aus Dean Martins Leben an. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei bleiben, denn wir werden auch das seltsame, schuldige Vergnügen enthüllen, das er heimlich liebte. Englisch lernte Dean Martin erst mit fünf Jahren. Dean Martin wurde eigentlich als Dino Paul Grissetti geboren. Er wurde am 17. Juni in Staubenville, Ohio, als Sohn der Eltern Angela und Gaetano Alfonso Grissetti geboren. Sein Vater war ein italienischer Einwanderer und seine Mutter war Italamerikanerin. Infolgedessen sprachen sie nur Italienisch, als Dean ein Kind war. Erst als er die Schule besuchte, begann er Englisch zu sprechen. Während Dean schließlich als einer der beliebtesten Entertainer Amerikas in die Geschichte eingehen würde, konnte man das nicht über seine Kindheit sagen. Während er die Grant Elementary School in Ohio besuchte, wurde er wegen seines gebrochenen Englisch rücksichtslos gemobbt. Er hatte ein heimliches schuldiges Vergnügen. Während Dean Martin schließlich lernte, sehr gut Englisch zu sprechen, hat er nie besonders gern gelesen. Tatsächlich hat er sein ganzes Leben lang nur ein ganzes Buch gelesen, Black Beauty. Insgesamt war er jedoch in Comics verliebt. Nachdem er auf der Bühne eine ausgesprochen coole Persönlichkeit entwickelt hatte, machte sich Dean Sorgen, dass sein Image ruiniert würde, wenn die Öffentlichkeit von seinem Hobby erfuhr. Infolgedessen ließ er seinen Freund und Komikerkollegen Jerry Lewis Comics für ihn kaufen. Sein Freund würde ihm dann die Comics für Dean Martin schmuggeln, damit er sie in der Privatsphäre seines eigenen Hauses lesen kann. Als alle herausfanden, dass Dean gerne Comics las, schadete das seinem Ruf natürlich überhaupt nicht. Tatsächlich ließ es ihn menschlicher erscheinen. Dennoch litt er unter schwerer Klaustrophobie. Viele Leute denken, Klaustrophobie sei einfach eine Abneigung gegen kleine Räume. In Wirklichkeit ist seine Phobie jedoch weitaus lähmender als ein Gefühl des Unbehagens. Phobien verursachen irrationale und extreme Angst. Dean Martin litt unter schwerer Klaustrophobie und hasste insbesondere Aufzüge, die er gewöhnlich als Särge bezeichnete. Wann immer er ein Hotel buchte, musste er sicherstellen, ein Zimmer in einem der unteren Stockwerke zu bekommen, damit er nicht mehrere Treppen steigen musste. Einmal musste er jedoch 18 Stockwerke hochlaufen und weigerte sich absolut den Aufzug zu nehmen. Er rief die Polizei auf der Party seiner Frau an. Trotz seiner Ausstrahlung auf der Bühne war Dean Martin persönlich eher schüchtern. In einem Interview gab er zu, schämte ich mich für die Art, wie ich sprach, was wahrscheinlich auf das schreckliche Mobbing zurückzuführen ist, dem er als Kind ausgesetzt war. Infolgedessen war er kein großer Partygänger. Während seine Freunde die Nacht mit Lachen und Trinken verbrachten, ging Martin früh nach Hause, schlief gut und wachte früh auf, um Golf zu spielen. Einmal gab seine Frau eine Party in seinem Haus. Dean saß im anderen Raum und wurde zunehmend genervt von dem Lärm. Dann rief er die Polizei und gab vor, ein besorgter Nachbar zu sein. Die Polizei kam und löste die Party auf. Und Dean konnte den Rest der Nacht damit verbringen, etwas Ruhe und Frieden zu genießen. Er besiegte die Beatles in den 60er Jahren. Die Beatlemania hatte damals ganz Europa und Amerika erfasst. Niemand konnte seine Musik vom Platz 1 der Billboard-Charts verdrängen. 1964 veröffentlichte Dean jedoch seine Version von Everybody Loves Somebody. Es wurde immer beliebter und nahm den begehrten Platz 1 ein. Was die Nacht des Beatles Hard Day fehl am Platz machte. Verblüfft von seinem Sieg schickte Dean ein schadenfrohes Telegramm an Elvis Presley, dessen Karriere zu schwinden begann. Es lautete: Wenn du mit den Beatles nicht umgehen kannst, mache ich das für dich, Kumpel. Eifersucht beendete seine Partnerschaft mit Jerry Lewis. Dean Martin begann seine Karriere mit seinem Comedy-Kollegen Jerry Lewis. Ihre Vorgruppe war so schlecht, dass der Besitzer des Nachtclubs, in dem sie auftraten, drohte, sie zu feuern. Sie fanden jedoch bald ihren Groove und arbeiteten viele Jahre zusammen. Leider wurde die Beziehung voller Eifersucht, und als Martin aus einem Bild im Look Magazin herausgeschnitten wurde, während Jerry die Covid machte, beschloss er, es zu beenden. Die beiden lösten ihren Auftritt an ihrem zehnjährigen Jubiläum der gemeinsamen Aufführung auf. Die Tragödie veranlasste ihn, eine Rolle aufzugeben. In den 60er Jahren spielte Dean eine Zeit lang in einer Reihe von Filmen die Rolle des Spions Matt Helm. Tragischerweise wurde jedoch sein Co-Star Sharon Tate von der Familie Manson ermordet. Schockiert und traurig über die Tragödie wusste Martin, dass er die Rolle nicht ohne sie an seiner Seite spielen konnte. Er verließ die Serie bald nach einer dreifachen Bedrohung. Leider starb Dean Martin am 25. Dezember an Lungenkrebs. Die Welt war zutiefst traurig über den Verlust, und er wurde nicht vergessen. Dean ist für sein Talent in vielen verschiedenen Bereichen der Unterhaltungsindustrie in die Geschichte eingegangen. Infolgedessen wurde er der einzige Promi, der jemals drei verschiedene Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt. Verschiedenste Stars erinnern an seine Beiträge zu Film, Fernsehen und Musik. Dean Martin war ein unglaublich talentierter Mann mit einer schrulligen Persönlichkeit. Waren Sie eher überrascht, von seiner heimlichen Liebe zu Comics zu erfahren oder wie sehr er Partys hasste? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren für weitere interessante Videos. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.